Hey Leute, heute geht's um den Ausbau eines Türschlosses, was ihr beachten müsst und warum ich jetzt hier so ein Sicherheitsschloss einbaue, um das Ganze an der Haustür ein bisschen sicherer zu gestalten. Also zuerst geht's darum, was für Schlösser gibt es. Wir haben hier Schlüssel, die einfach so gezackt sind, das ist der alte Türschlüssel, und die neuen, die haben so Bohrmulden hier drin. Die sind natürlich deutlich sicherer. Deshalb empfehle ich euch, kauft so eins, gebt ein paar Euro mehr aus. Ich verlinke euch die verschiedenen Modelle unten in der Videobeschreibung. Schaut da mal rein, in verschiedenen Längen. Zum Längenmaß geht es gleich noch, das messen wir dann noch zusammen aus. Ich zeige euch, wie man das Ganze ausmessen muss. Hier haben wir das neue Schloss, das hat hier an der Seite so einen Hebel. Der steht jetzt hier raus. Und das bedeutet, das Schloss kriegen wir so jetzt, wie es ist, gar nicht raus. Wir brauchen einen Schlüssel, um das alte Schloss auszubauen. Das heißt, wir nehmen den Schlüssel und drehen das Schloss, diesen Zylinder hier innen drin, so weit, bis er im Schloss drin steht und sich das Schloss dann rausziehen lässt. So sollte es stehen, dann könnt ihr es rausbauen. Jetzt zeige ich euch das Ganze am eingebauten Türschloss. Also ihr müsst die Schraube rausdrehen, hier an der Seite. Die müsst ihr rausdrehen. Die sind auch unterschiedlich lang. Also ich würde euch empfehlen, nehmt die Schraube, die drin war. Die ist jetzt bei mir hier deutlich kürzer als die im neu gekauften Schloss. Deshalb verbaue ich natürlich wieder die Schraube, die ja in meiner Tür drin war. Jetzt, wenn die Schraube raus ist, geht das Türschloss nicht einfach raus. Ihr braucht den Schlüssel und müsst den Schlüssel ins Schloss stecken und ein kleines Stück verdrehen, nicht weit, so, und jetzt ein bisschen wackeln und dann könnt ihr den ganzen Schließzylinder aus der Tür rausziehen. Also nochmal, so geht's nicht, und wenn ihr den Stück verdreht, könnt ihr den ganzen Zylinder hier aus der Tür rausziehen. Also das Austauschen ist, wenn man weiß, wie es funktioniert, denkbar einfach: eine Schraube lösen, Schlüssel rein, ein Stück verdrehen. Dann könnt ihr das ganze Schloss, diesen ganzen Schließzylinder aus der Tür rausziehen. Beim neuen Einsetzen genau dasselbe. Schlüssel rein, ein Stück verdrehen und dann den Schließzylinder einsetzen, bis er wieder vorne bündig abschließt. Jetzt schließen wir quasi zu. So ist der Schlüssel in der normalen Stellung. Und jetzt drehen wir einfach die Schraube wieder fest rein. So leicht ist das Ganze eigentlich mit dem Türschloss wechseln. Jetzt geht es noch darum, welches Türschloss braucht ihr eigentlich? Welche Maße gibt es? Was müsst ihr da so beachten, wenn ihr eins bestellt oder kauft? Wie gesagt, ich verlinke euch unten mit den verschiedenen Längen, verschiedene Versionen von den Sicherheitstürschlössern. Ja, jetzt schließt das Schloss wieder. Jetzt könnt ihr hier wieder sicher sein, dass ihr nicht irgendwann ungebetene Gäste im Haus habt. Jetzt machen wir hier das Thema Einbaulänge noch. Das ist wirklich ganz wichtig beim Bestellen. Hier seht ihr das Schloss von der Seite und es hat von dieser Schraube, an der es befestigt ist, 3 cm, also 30 mm auf die eine Seite und 5 cm, also 50 mm auf die andere Seite. Das heißt, das ist ein Schloss mit der Bezeichnung 3050. Da müsst ihr darauf achten, dass das gut in eure Tür passt. Am besten vermesst ihr das alte oder ihr messt das Ganze am Türrahmen. Es sollte auf keinen Fall hier vorne überstehen, weil das natürlich einem Einbrecher wieder die Chance geben würde, da ans Türschloss anzugreifen. Deshalb sollte es außen auf jeden Fall bündig mit der Tür abschließen. Wenn man es jetzt hier von der Seite betrachtet, sieht man es vielleicht auch ganz gut, dass man es auch im eingebauten Zustand messen kann. Also ihr messt von der hinteren Kante bis zur Mitte der Schraube 3 cm, 30 mm und von der Mitte der Schraube bis zur äußeren Kante 5 cm, also ein 30-50. Wie gesagt, ich verlinke euch verschiedene Versionen unten in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Da könnt ihr gerne mal reinschauen, ob da das passende Sicherheitsschloss für eure Tür dabei ist. Und dann bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.